Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren OMSI 2 Video hier auf diesem Kanal. Ja, es wurde ja oft in den Kommentaren gefragt und ja, wir schenken ein bisschen hinterher. Wir schauen uns heute einen Bus an von Studio Polygon, den hatten wir ja schon ein paar Mal, ne, wie wir ja hier sehen können. Allerdings heute mal in einer deutschen Variante, denn die Türen sind heute mal auf der rechten Seite statt auf der linken Seite. Sprich, ja, man kann diese Busse halt dementsprechend auch im deutschen Verkehr benutzen. Ja, ihr seht es anders als wie jetzt bei den britischen Vertretern. Wie gesagt, haben wir hier hinten noch eine Tür. Ja, und die könnt ihr natürlich auch so einstellen, dass ihr nur vorne eine Tür habt. Also je nachdem, wie ihr Bock und Laune habt, könnt ihr das Ganze dementsprechend so einstellen. Wir sind heute das erste Mal auf der Karte Grumnab unterwegs. Ich bin die Karte meiner Meinung nach noch nie hier irgendwie auf dem Kanal gefahren. Deswegen schauen wir sie uns heute mal direkt mal an und haben direkt die deutsche Bahnlinie gegriffen. Von Flossenbürg nach, fragt mich jetzt nicht, Eger Bahnhof. Eger Bahnhof ist das Ganze. Und ja, hier sehen wir den Fahrplan. Das Ganze dauert jetzt 24 Minuten so in dem Dreh. Und dann sollten wir dementsprechend auch schon angekommen sein. Ich würde mal sagen, wir starten mal das Ganze und lassen uns mal überraschen, wie sich der Bus hier fahren lässt. Ne, also die britische Variante war okay, ne, hat Spaß gemacht. Aber wie sieht es jetzt da aus, wenn man das Ganze jetzt hier im Deutschen fahren möchte? Ne? Software, bla bla. Ich hatte auch in den letzten Tagen leider ein paar Probleme gehabt mit dem Ganzen drumherum hier. Das wollte irgendwie alles nicht so, wie ich das wollte. Da wurde das Ganze gar nicht angezeigt, obwohl ich das Ganze über Steam runtergeladen habe und so weiter und so fort. Ja. Also die letzten Tage doch ein bisschen Ärger gehabt hiermit. So, hier oben können wir das Ganze, wie gesagt, hier mit den Destination-Ziel hier alles eintippen. Ne? Route, das wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. 6295. Und das ist es. Ich kann jetzt, wie gesagt, kein Destination-Ziel oder Route oder sonst irgendwas hier. Nur eine Destination. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen werden wir das Ganze hier über das sogenannte schöne Menü machen hier. Also gehen wir jetzt aus nach Eger Bahnhof 6295 und das Ganze dann dementsprechend so einstellen. Wundervoll. Da haben wir es. Eger Bahnhof 6295. So passt das. Und jetzt werden wir mal den Bus starten. Na, falsche Taste wieder gedrückt. Jetzt macht doch jeder anders. So, hoffentlich ist das Piepen jetzt nur. Ah ja, genau. Das hat gepasst. Aber ihr hört schon, ne? So, haben wir ihn jetzt? Jetzt haben wir ihn, hoffentlich. So, Shift-Z, ich werde mal das Ganze hier mal reinpappen und werde jetzt mal die Uhrzeit jetzt hier einstellen. So, wundervoll. So. Achso. Oh, dieses Piepen, was ist das jetzt? Das ist irgendwas mit dem Druck hier. Der hat hier irgendwie Problem mit dem Druck hier. Die wollen es ja auch nicht einsteigen. Dann halt nicht. Kann ich nicht ändern. Oh, jetzt wollte er rein, ja? Ja, das hat hier irgendwas mit dem Druck zu tun hier. Sieht er, jetzt geht's halt auf. Moin, moin. Abend.
Oh, wirklich. Also sonst die Probleme mit dem Bus hier, aber das will heute alles nicht. Ey, wir kommen hier mit Höchstgeschwindigkeiten, kommen in den Berg hochgerauscht. Ich traue mich jetzt nicht mal vom Gas runterzugehen, weil ich Angst habe, ich rolle nach hinten. Komm rein. Guten Abend. Hallo. Muss erst warm werden oder sowas hier. Katsching. Ja, dann testet die Deutsche Bahn heute mal neue Busse. Oh, was ist denn hier los? Aber viele hier am KZ. Hallo. Einen Einzelfahrstuhl. So, hoffen wir mal, dass das jetzt hier funktioniert hier. So, Einzelfahrt. Ermäßigt. So, 2,60. Aha. 4. Ich glaube, das war zu viel Rückgeld. Oh Gott, ja genau, das ist es wieder. Das ist, haben Sie irgendwie eine Fahrkarte für eine kurze Strecke? Ja, wo sind denn hier die 10-Cent-Stücken hin? Das ist aber zu wenig Rückgeld, also da kriege ich doch noch was. Also das ist ja ein bisschen zu viel Rückgeld, oder? Also das ist ja ein bisschen. Ja, du nimm es doch einfach! Ich finde hier keine 10-Cent-Stücken. Das ist ja ein bisschen zu viel Rückgeld, oder? Also 10 Cent Stücken gibt es hier nicht. Wir haben hier viel zu viel zurück. Ja. Eine Tageskarte. Oh, Leute, genau, jetzt kommt ihr an mit euren ganzen Tickets jetzt hier, oder was? 2, 30, 50. Oh. Ich glaube, das war zu viel Geld. Servus. Jetzt warten. Also das ist ja nervig, ja. Wenn die Kasse dann nicht stimmt da, und du da rumeiern musst und dann fehlen dir sogar noch Z-Stücken, ja, dann hast du alles gewonnen. Meckert ihr denn hier schon wieder?
Ein Rollstuhlfahrer will auch raus, aber findet hier gar keine Taste. Da dürfen wir eigentlich fahren. Das ist auch nicht geklärt worden hier. Ich habe auf jeden Fall nicht gesehen, das Schild. So, diesen Monat müsste er denn, also jetzt im Mai kommt er denn, ja, neuer DLC wieder für OMSI. Freue ich mich schon sehr drauf. Obwohl, ich gar nicht weiß, ob man schon überhaupt weiß, ob da der Bus schon bekannt ist, welcher dabei sein soll. Der hat gar keine Fahrstuhlrampe, oder? Wenn, wo sollte die Rampe sein? Oh, was hat er hier oben? Ne, hier oben hat er bloß Licht. Wollen wir das hier anmachen? Nee. Hier hat er nur Blinker. Nö. Sehe ich gar nicht. Oh, die Beleuchtung ist ziemlich nice. 60. Achso, hier war 60. Also wir dürfen hier so schnell fahren, wie wir wollen. Also Landstraße halt. Vier Minuten Verspätung, das läuft. So sind wir am Fließ. Oh, so eine Performance durchweg in OMSI. Und ganz ehrlich, es braucht keine andere Simulation mehr. Auf jeden Fall Respekt an den Modder, dass der hier so eine coole, geile Performance bekommen hat. Wir haben gerade so viel Zeit rausgeholt, echt, ja. Und es hat nicht gereicht, ja. Haben Sie irgendwie eine Fahrkarte für eine kurze Strecke? Nein, habe ich nicht. Ich habe kein Geld für Kurzstrecken hier. Ach. Ja, ich weiß, es wird zu viel Geld. Nimm einfach unter die Klappe. Also das ist ja ein bisschen zu viel Rückgeld, oder? Ja, es ist wirklich. Also das ist ja ein bisschen zu viel Rückgeld, oder? So, was haben wir jetzt? 7 Euro... Das ist aber zu wenig Rückgeld, also da kriege ich doch noch was zurück. Also das ist ja ein bisschen zu viel Rückgeld. Also das ist ja ein bisschen zu viel Rückgeld, oder? Nimm's einfach. Laber mich nicht zu, nimm's einfach. Ja, ist halt so. Ich habe keine 10 Cent Stücken bei. Meine Fresse. Was ist jetzt mit dem Bus los? Tja.
Türen sind zu, ne? Ja, die sind zu. Also irgendwie, ja, scheint der Bus nicht ganz funktionstüchtig zu sein. Weil jetzt macht er nämlich gerade gar nichts mehr. Jetzt ist sogar das Licht ausgegangen. Warum geht das Licht einfach aus? Ich habe keine Ahnung. Leute, das bringt nichts. Irgendwas haut mit dem Bus hier absolut nicht hin. Scheint uns abgesoffen zu sein. Warum säuft er einfach ab? Also eine Automatik absaufen zu lassen, ist schon ein Kunststück. Und jetzt gibt er wieder kein Gas. Oh. Also, weiß ich nicht. So, jetzt nach dem Fahren jetzt hier. Bergab geht, dann fährt er, ja, aber. Weil die Innenbeleuchtung geht an. Ja. Ist ein wundervoller Bus. Wundervoller Bus. Also, die britische Variante fand ich irgendwie besser. Die deutsche hier scheint hier wirklich. Entweder hat sie massive Probleme oder sie haben jetzt irgendwas kaputt gepatcht. Es kam jetzt ein Patch raus. Aber das fährt sich hier alles andere als angenehm hier mit dem hier gerade. Kommt irgendwelche Berge nicht hoch. Säuft einfach ab auf der Strecke. Zum Beispiel gibt er wieder kein Gas. Wirklich, passen Sie mal auf. Er gibt kein Gas. Irgendwas scheint mit dem Bus hier nicht hinzuhauen. Nee, also unser Gaspedal ist hin. Ich trete voll durch, aber ihr seht selber, es passiert nichts. Also Bremse geht, ja. Bremsen kann ich. Aber sobald es bergauf geht, haben wir verloren. Nee, also absolut überhaupt nicht zu gebrauchen, meiner Meinung nach. Schade, weil ich eigentlich hatte ich den recht gut in Erinnerung, aber jetzt... Jetzt mal so gefahren, jetzt hier am Stück mit dem, weiß ich nicht.
Aber nur hoffen, dass sie das Ganze nochmal irgendwie patchen. Ich habe es auch, glaube ich, sogar in die Kommentare bei denen auf Facebook da geschrieben gehabt, dass der Bus seit dem Update viele, viele Probleme hat. Mal gucken, was sie daraus machen. Hallo. Eine Fahrkarte. Oh. Eine Fahrkarte. Da bezahlen die hier alle mit. Stimmt das so hier? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Stimmt das so hier? Oh, ja, nimm's einfach und laber mich jetzt nicht hier zu hier. Echt, wirklich. Nimm ich das halt mit, ne? Ja, voll den Keks, wirklich. Absolute Katastrophe hier. Boah, fällt der Scheiße. Ja, das ist nicht so. Da musst du laufen nächstes Mal, weißt du, Mutti? Sag, Bi, wir fahren so schlecht. Wir haben 6 Minuten Verspätung hier, weil der Bus nicht fährt. Geht's noch? Fahren Sie mal anständig, sonst beschwere ich mich. Ja, dann mach das. Tu dir keinen Zwang an. Robert, dafür noch schneller durch die Kurve. Warum fahren Sie aber schlecht? Mann, Mann, Mann. Die Fahrgäste hasse. Aber an sich, also von der Strecke her, nehmen wir mal jetzt den Bus jetzt hier weg hier. Die Strecke ist echt hübsch hier. Und die Performance hier? Gut. Ich wollte es gerade loben, ja. Naja, aber wirklich, die Performance, die ist eigentlich echt geil, ne? Also ich muss echt mal wieder Tettau fahren. Erste Folge Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Aber kommt man hier eigentlich durch diese ganzen Slaloms, ohne dass sich da ein Fahrgast beschwert? Nase voll, der Michael Schumacher, ja? Sonst beschwere ich mich. Weißt du, sind wir heute Michael Schumacher, wir fahren in der Kurve mit 40. Es ist ganz, ganz schnell, wir sind Michael Schumacher, wir fahren mit 280 um die Kurven. Weißt du, diese Kommentare, die kannst du dir echt manchmal sonst wo. Meine Gott. Geht's noch? Fahren Sie mal anständig, sonst beschwere ich mich. Boah. Alle Zinnige, so, weißt du, die krallen sich schon so zusammen, so, weißt du, am liebsten mitten in den Monitor boxen möchte. So, weißt du? Alter Falter. Nee, 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 das geht hier alles nicht, Leute. Das geht hier alles absolut nicht. Ja, ich krieg ihn wieder nicht raus, dann hat er Pech. Oberpfalz 3D, ah ja.
Ein Auto von vorne. Sehr eng. Sehr eng hier. Baumgarten. Ah, okay. Der Fahrplan. Ich brauche einen einfachen Fahrschein. Och, Mann. Das geht mir so auf den Senkel. Die ganze Fahrt ist heute absoluter Horror hier. Gott sei Dank müsst ihr das jetzt hier nicht ertragen hier. So. 2, 4, 6. Ja. Oh, das ist das Gepiepe von dem Bus. Boom, boom. Nächstes Mal fahren wir hier mit einem richtigen Bus lang hier, ne? Also. Machen wir wieder hier deutsche Wertarbeit, dann klappt das schon. Es gibt ja jetzt mal wieder Gas, ihr hört's, ne? Also keine Ahnung, was da los war. Wir fahren jetzt noch vor uns. Noch eine Menge. Immer wenn ich die Türen schließe, ne? Da fängt er dann halt immer so zu piepen. Ein Ladehänger.
CZ. Ich sagen muss, das kommt mir hier doch aber schon ein bisschen bekannt vor. Chap, sagt mir irgendwas. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Oh, was lädt er denn jetzt hier so viel? Zu früh gelobt, glaube. Zu früh gelobt wieder mal. Oh, jetzt hat er nicht gepiept. Vielleicht aber zu früh die Handbremse gelöst. Zu früh die Handbremse aber gelöst, das kann natürlich sein. Stopp, falsch. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier auf einmal so komisch läuft hier. Die ganze Zeit, weißt du, durchweg. Und der Fahrplan. Hallo, ich brauche eine Fahrkarte. Ja, guck mal, jetzt ist das Piepen weg. Also wirklich warten muss da hinten diese Dö-Dö-Dö da aufhört. So, zu spät, zu spät, zu spät. Ja, ja, so ist das. Also,
Ich meine, wir sind ja am Ziel angekommen. Ja, das ist ja schon mal was. Ja. Zeitweise sah es ja dementsprechend nicht so aus, als dass wir hier jemals unser Ziel erreichen sollten. Aber der Bus ist nichts für mich. Also definitiv nicht. Wie gesagt, ein Payware-Bus, ja, wo ihr eigentlich, ist eher ein Britenbus, ja, dass ihr den dann halt auf der anderen Seite fahren könnt. Aber wie gesagt, es gibt eine deutsche Variante mit einer Tür vorne, eine Tür hinten. Also mit zwei Türen. Und ja, je nachdem, wie euch das Ganze gefällt. Ich meine, vom Aussehen her ist er schon schick, ja, muss man mal lassen. Aber ja, nach der Fahrt heute, glaube ich, werde ich wohl nie wieder mit diesen Ungetümen hier mich irgendwie auf die Straße trauen, weil ich ja nicht weiß, ob ich den Berg hochkomme. Von daher könnt ihr ja gerne Like oder Kommentar da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.